So, weiter geht's heute mit Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Mission. Und ja, was machen wir denn heute? Oder mit einem. Wir müssen ein bisschen Kohle verdienen, ne? Schauen wir mal, müssen wir ein bisschen tun. Das heißt, wir haben hier ein Rennen, was wir uns verdienen müssen. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir fahren jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit dem neuen Auto durch die Gegend. So, also, heute verdienen wir ein bisschen Kohle. Nachdem das in der letzten Folge nicht so ganz geklappt hat, habe ich das mir eigentlich so kurz vorgestellt hätte, weil da dachte ich mir, oh, du, geil, dann passt ein bisschen jetzt. Ich guck grad. Das war ein bisschen vorne muss sein. Nachdem das in der letzten Folge nicht so ganz geklappt hat, ich hatte gedacht, ja, wir hauen mit dem Kopf, aber wir haben so viel. Wir haben Level Heat 4 oder so. Und ein Fehler im Hafen hat mir das dann gekostet, also. Also mir dann in die Karre gefahren ist. So, wir nehmen auf jeden Fall die Kohle mit und fahren jetzt mit ein bisschen mit unserem neuen Aston Martin DB11 durch die Gegend. Und das Rundkursrennen heißt Schämen! Na dann, los geht's. Und wenn wir die Kohle haben, dann müssen wir mal anfangen, ein bisschen zu tunen, zumindest mal das Äußerliche ein bisschen tunen. Und dann gucken wir mal. Inzwischen können wir die Autos nämlich nicht verkaufen. Sei denn jemand hat irgendwas, kann das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ah, ich hatte sogar eine Hupe. Dann werden wir jetzt zunächst mal einen Rundkurs reden mit zwei Runden. Boah, du Sackjunge! Hast mich schön weggeschossen gerade. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie gerade so, dass wir uns ein bisschen an den Kragen wollen. So, das heißt, dass wir wieder versuchen, ein bisschen aufzuholen. Das war übrigens wieder ein Rammer eben, mit einer Aktion. Ja, Mann, wir hatten so viel Kohle, etwa verdienen können in der Nacht. Ja, ich kann da halt nicht mehr raus. Sie sind damit halt runter und dann war Feierabend. Ärger mich trotzdem immer noch. So haben wir wieder einfach. Gute Erfahrungspunkte, gutes Geld, das war ein paar Level gewesen. So, wir sind mittlerweile in der letzten Runde und jagen immer noch den Führenden. Ne? Also Mr. Gings, der möchte gerade so ein bisschen. Möchte uns gerade ein bisschen ärgern. Was fährt denn überhaupt für ein Auto? Ist das. Ein Jaguar. Aber ich habe auch der lässt uns gerade nicht wirklich. Das ist nicht vorbei. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn.
Ich glaube, die Tankstelle hier rechts haben wir schon freigeschaltet. So, dann holen wir uns jetzt den Sieg. Yes! Gönn uns. So, erstes Rennen haben wir schon mal geholt. 27.000 nehme ich so gerne mit. Wir sind sogar mit einer der schwächeren Fahrzeuge, was die Motorleistung betrifft. So, jetzt gucke ich gerade mal hier, was ist denn das für ein Ding? Time Trial brauche ich jetzt gerade nicht. Haben wir noch irgendwie drin, was sich jetzt gerade lohnt? Was in der Nähe ist, was sich lohnt? Hier müssen wir so ein Aufwand bringen. Mach mal, komm, mach mal das da. Mach mal ein bisschen. Fahren wir heute mal ein bisschen aufholt. Dazu, allerdings müssen wir dazu das Auto wechseln. Keine Sorge, das machen wir auf jeden Fall. Oder was macht die, sagt die Story gerade? Weil da ist irgendwo ein Story-Logo. Kampagnenmission. Ne, wir fahren das aufholt rein. Wir fahren das in der nächsten Folge. Wir fahren mal die Kampagne. Nochmal, ich muss mein Auto gleich wechseln. Definitiv. Was habe ich denn da drauf gebaut? Ich habe den. Gut, der Kopf ist jetzt gerade uninteressant. Ein schöner Tunnel. Wir sind im neuen Stadtviertel, sehe ich das gerade richtig? Also eins, was ich jetzt gerade über Fahrrad noch nicht kenne. Als erstes fangen wir dann mal an, das Painting hinten einzukassieren. Das will ich mich gerne noch mitnehmen. Wo ist denn das? Ah, ich glaube, hier waren wir doch schon. Hier ist es. Eden Shores. Müssen wir gleich mal gucken, welches Auto wir da am besten nehmen. So, hier ist noch ein Painting. Na, mit. Oh, das war das Driftrennen hier unten ignoriere ich gerade mal. Weil wir müssen das Auto wechseln und wir gehen auf ein Offroad-Rennen. Du bist ein Drifter. Und du bist mein Offroader. Gut, gehen wir rein ins Rennen. Ah, die gute Nelly ist wieder am Start. Und zwar haben wir heute, versuchen heute ein bisschen Sand aus den Augen zu kriegen. Wir haben nämlich Sand in den Augen. So heißt das Rennen auch. Na dann, let's go. Oh, da geht's jetzt ein bisschen an den Strand mit uns. Und die Leute, die jetzt hier gerade so ein bisschen. Das ist, könnte mal hier. Miami nicht, nee. Naja, konzentrieren wir uns gerade mal auf das Rennen.
Tschüss. Das, wir sind schon durch mit dem Rennen. Hat doch was los für den Rennen. Okay. Nehmen wir mit. Wir holen uns den Sieg. Hier in, auf dem, am Strand. Und wir haben dafür 20.200 für so ein bisschen Rennen. Aber gut, er hat einen fehlgroßen Fehl. Ach gut, der hat immer 300. Hat er den Fehler nicht gemacht, hätte das Ding wahrscheinlich auch so gewonnen. So, dann haben wir hier oben noch ein Painting. Und dann ist schon wieder Feierabend, liebe Leute. Dann haben wir nämlich das Rennen schon wieder. Zum Beispiel wieder durch für dieses Filmchen hier. Zack. Nehmen wir mit. Bayview Park. Okay. Gut. Und das Geschoss machen wir dann in der nächsten Folge hier bei Let's Play Need for Speed Heat.